Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch noch ein weiteres Rezept aus dem wunderschönen Schweden. Und zwar die ganz klassische schwedische Mandeltorte. Ich habe euch ja auch schon die Prinzessinnentorte gezeigt. Ich verlinke euch die gerne hier oben. Und auch letzte Woche die Mazarintörtchen. Gerne auch einmal eine Verlinkung. Und dieses Rezept gehört auch zu den absoluten Klassikern und schmeckt fantastisch lecker. Jeder sollte sie einmal ausprobiert haben. Diese wunderbare Torte besteht im Wesentlichen aus Mandelböden und einer fantastischen Buttercreme. Und sie ist recht einfach gemacht. Wenn ihr einfach meinem Video Schritt für Schritt folgt, dann wird euch nichts schief gehen. Ich habe hier schon mal meine zwei Formen für die Böden bespannt mit Backpapier. Beide sind 24 cm im Durchmesser. Solltet ihr nur eine 24 cm Form haben oder gar keine, dann könnt ihr euch das auch mit einem Backring auf Backpapier aufzeichnen oder einfach mit der Form auf dem Backpapier aufzeichnen. Das Rezept findet ihr wie immer zum Ausdrucken hier unten verlinkt unter dem Titel direkt in der Videobeschreibung oder beziehungsweise hier auf dem i, da kommt ihr direkt hin und da könnt ihr das Rezept auch ausdrucken und müsst jetzt nicht mitschreiben. Wir starten gleich mit der Zubereitung unserer Buttercreme. Für die Creme gebe ich einfach einen Viertelliter Sahne in einen kalt ausgespülten Topf. Man kann da auch nur Milch verwenden oder halb Milch, halb Sahne, das geht auch. Aber für den guten Geschmack nehme ich einfach jetzt komplett Sahne. Dann gebe ich Vanillearoma dazu und zwar einen Teelöffel ungefähr. Wunderbar. Und dann kommt noch hinzu 150 Gramm Zucker. Das schön miteinander verrühren. Sehr schön, das reicht auch schon. Und jetzt müssen wir uns das einmal auf dem Herd aufkochen lassen. Und dann kommen unsere 8 Eigelb hinzu, und zwar indem wir sie vorher temperiert haben. Das zeige ich euch gleich. Also einfach unterrühren, einmal schön aufkochen. Dabei löst sich der Zucker schön auf und das Vanillearoma kann so richtig schön in die Sahne einziehen. Die Sahne kocht schön. Wunderbar, wir können sie vom Feuer nehmen. So, und hier haben wir ja jetzt unsere 8 Eigelb in einer Schüssel. Und dazu geben wir jetzt unterrühren etwas von der heißen Sahne, einfach so ein paar Esslöffel, einfach um die Eigelb zu temperieren, dass wir sie nachher auch schön dann in die restliche Sahne einrühren können, dass da nichts stockt. Mit links rühren ist immer schwierig. So, schön verrühren. So 3 bis 4 Esslöffel. Und jetzt kommt der Topf wieder auf den Herd und wir rühren uns die Eier ein und lassen das Ganze noch einmal schön andicken. Bitte nicht kochen lassen, einfach nur auf milder Hitze andicken lassen unter ständigem Rühren. So, ich habe jetzt die Eier schon nach und nach dazugegeben. Leider hat meine Kamera nicht aufgenommen. Deswegen seht ihr das jetzt nicht. Aber ich habe es einfach nach und nach dazu gegossen. Und jetzt einfach das Ganze auf kleiner Flamme unterrühren, so lange erwärmen, bis die Masse andickt. So, der Pudding ist fertig. Den fertigen Pudding jetzt in eine Schüssel oder auf einen tiefen Teller umfüllen, damit er schön abkühlen kann. Das kann man auch gerne am Vortag machen, bevor man die Torte füllen möchte. Also bevor man die Böden backt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihn jetzt direkt auf dem Pudding abdecken mit Frischhaltefolie, damit sich da einfach beim Abkühlen keine Haut bildet. So, wir brauchen für die Buttercreme 200 Gramm weiche Butter, die jetzt einfach miteinander zusammen in die Küche stellen, sodass wir die gleiche Temperatur erreichen. Während unser Pudding nun abkühlt, können wir uns um die Eiweiß kümmern. Und zwar kommt jetzt hier eine gute Prise Salz hinzu. Gerne auch 2. Und dann lassen wir die 180 Gramm Zucker hinzurieseln. Schön anschlagen.
ungefähr erstmal so, dass wir eine schaumige Masse haben. Ich habe auch noch vergessen, den Ofen müsst ihr vorheizen, auf jeden Fall jetzt schon auf 180 Grad Umluft, damit nachher die Böden nicht so lang warten. Dann fallen sie nämlich leicht wieder zusammen. Und jetzt können wir hier weiter schlagen auf höchster Stufe und den Zucker so langsam nach und nach hinzurieseln lassen. Und jetzt so lange weiterschlagen, bis der Schnee richtig steif ist und glänzt, also eine Meringue entstanden ist. Das wäre zum Beispiel noch nicht genug. Wundert euch bitte nicht, das dauert wirklich so 5 bis 10 Minuten. Dürft ihr wirklich mit dem Handrührgerät schlagen, dass wir wirklich einen festen Stand haben für die Böden, sonst fallen sie uns während der Backzeit zusammen. So kommen wir der Sache schon näher. Ihr seht, da bleiben Spitzen stehen. Die Spitzen fallen noch um. Wir können also noch ein bisschen länger schlagen, aber dann können wir unsere Mandeln auch unterheben. So, und ihr seht, die Spitzen fallen kaum noch um. Wir können die Mandeln mit dem Spatel vorsichtig unterheben. Einfach am besten so in mehreren Portionen vielleicht. Sagen wir mal 2 Portionen. So. Und hier gehen wir jetzt wie beim Biskuit vor. Wichtig ist, dass man einfach vorsichtig unterhebt und nicht wild rührt, damit wir einfach den Stand der Eiweiß behalten. Oh, das wird wunderbar. Die erste Portion ist untergehoben. Die zweite Portion Mandeln hinzu. Und vorsichtig mit dem Spatel unterheben, bis eine schöne Mandelmasse entstanden ist. Schauen, dass alle Mandeln wirklich gut verrührt sind, auch von unten, aber nicht zu lange rühren. Das reicht auch schon, damit einfach unser Fluff, den wir reingeschlagen haben, in unsere Eiweiß nicht verloren geht. Wir können unsere Masse, unsere Meringue-Masse, in die Formen füllen. Den Rand der Formen bitte nicht fetten, dann kann unsere Masse besser hochklettern. Ich verteile das jetzt einfach Pi mal Daumen auf meine beiden Formen, dass ungefähr in beiden gleich viel dran drin ist. Wunderschön. Natürlich in der Form schön glatt streichen. Im Hintergrund hört ihr wahrscheinlich meinen Ofen kräftig vorheizen. Die Böden sind nicht zu süß, denn wir haben ja schon eine süße Creme. Schön glatt gestrichen, jetzt noch den anderen. Sehr schön. Unsere beiden 24er Formen sind gefüllt und dürfen nun gemeinsam am besten bei Umluft 180 Grad gebacken werden. Und zwar ungefähr 20 Minuten. So, der Ofen ist vorgeheizt. Und backen. So, da sind die beiden Böden. Ich habe jetzt ungefähr 18 Minuten gebraucht, damit sie so aussehen. Stäbchenprobe habe ich gemacht. Und jetzt lasse ich sie erstmal vollständig auskühlen. 10 Minuten in der Form, dann nehme ich sie raus, einfach hier entlang schneiden und ganz auskühlen lassen. So, dann können wir uns die Formen öffnen. Genau richtig für unsere Torte. Die Backpapiere abziehen,
vorsichtig. Wunderschön. Und das mache ich mit dem anderen genauso und lasse mir die Böden ganz auskühlen. Während nun die Böden abkühlen, können wir die Butter in einer Schüssel geben. Die sollte jetzt genau die gleiche Temperatur haben wie unser Pudding. Und zwar haben wir hier 200 Gramm weiche Butter. Und die Butter wird jetzt erstmal weißcremig aufgeschlagen. Das kann so 5 bis 10 Minuten durchaus dauern. Fünf Minuten habe ich die Butter jetzt geschlagen und sie ist richtig schön weißlich geworden. Und jetzt können wir den zimmerwarmen, also genauso warmen Pudding wie die Butter, der muss wirklich genauso warm sein, löffelweise hinzurühren und dann entsteht unsere Buttercreme. Einfach immer so ein bisschen was hinzugeben. Und immer peu à peu verrühren. Immer schön nach und nach, dass die Buttercreme uns nicht gerinnt. Und so weiter, bis wir allen Pudding verbraucht haben. Und ihr seht, eine fantastische, leckere Creme ist entstanden. Gerade in den Kühlschrank, 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann sehen wir uns zum Füllen der Torte wieder. So, der eine Boden kann hier schon auf meine Platte gelegt werden. Und ich kann in der Zeit jetzt auch, während ich noch auf die Buttercreme warte, dass sie etwas fester wird, mir die Mandeln noch schön rösten. Das könnt ihr natürlich auch am Vortag machen. Die können schon fertig sein. Einfach in einem Topf oder in einer Pfanne ohne Fett rösten, bis sie zu duften beginnen. Dabei so ein bisschen bewegen ab und zu. Und wenn sie fertig sind, auf einen Teller umfüllen. Nicht zu lange rösten, denn sonst werden sie leicht bitter. Wir geben einfach jetzt mal ein Drittel ungefähr von der Buttercreme hier auf den Boden. Und verstreichen die Buttercreme schön. Schön bis zum Rand streichen und schauen, dass es so ungefähr gleichmäßig verteilt ist. Wunderbar. Jetzt kommt der zweite Boden oben auf. Die restliche Buttercreme nehmen wir jetzt zum Einstreichen der gesamten Torte. Hier wieder schön verstreichen. Und hier können wir jetzt auch so ein bisschen schon mal am Rand entlang gehen und uns ein paar Krümel binden. Und jetzt brauchen wir natürlich noch etwas von den Rand. Gerade einfach schön einstreichen. Ringsrum. Und sollte die Creme zu flüssig sein, einfach nochmal kalt stellen zwischendurch. So, alles ist schön eingestrichen und auch ein bisschen abgezogen. Und einen kleinen Rest der Creme habe ich mir zurückbehalten. Dann kann ich vielleicht noch Rosetten aufspritzen. Jetzt kommen noch die Mandeln oben auf. Und ihr seht, deswegen müsst ihr jetzt auch nicht so besonders sorgfältig einstreichen und eindecken, weil einfach jetzt diese wunderbaren, knusprigen Mandeln oben auf die Torte kommen und natürlich auch an den Rand. Und damit kann man jetzt Unebenheiten wunderbar auch verdecken. Und natürlich an den Rand, das könnt ihr mit der Teigkarte machen oder mit den Händen. Überall schön andrücken. Und ich verwende wirklich die 100 Gramm für diese Torte. Umso mehr leckere Mandeln, umso leckerer und köstlicher diese Torte.
So, und dann kann man sie noch so ein bisschen schön anrichten. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das Ganze so ein bisschen aufgeräumt ist. Und ich spritze mir dann noch oben auf ein paar Rosetten und dann ist die Torte fertig. Jetzt habe ich mir den Rest der Creme, so ein bisschen was, noch in einen Spritzbeutel mit einer schönen Sternhülle gefüllt und spritze mir einfach hier jetzt noch schöne Rosetten oben auf. Ups. Und die letzten beiden. Ich habe jetzt so ein bisschen wenig Creme übrig. Wunderschön sieht's aus. Nach einer weiteren Kühlung, ungefähr eine Stunde im Kühlschrank, können wir sie probieren. Unser Törtchen ist fertig. Bei mir war es in der Kühlung, er hat sich schön gefestigt. Ich werde jetzt einfach nur noch einen Hauch Puderzucker darüber geben und dann werden wir sie gemeinsam probieren. Ihr könnt natürlich die Rosetten auch weglassen, dann einfach die Creme mitverwenden zum Einstreichen und ansonsten natürlich genug Creme zurückbehalten und schauen, dass sie nicht zu weich ist. Dann hat man Schwierigkeiten, die Rosetten zu spritzen. Okay, lasst uns den Hauch Puderzucker noch darüber geben und dann probieren. Einfach so in der Mitte noch so ein ganz kleiner Hauch. Und so ist die Torte auch fertig. Dann wollen wir mal das wunderbare Törtchen anschneiden. Da kommt unsere schwedische Mandeltorte. Einfach lecker sieht sie aus, richtig appetitlich. Und wunderschön. Die Schichten sind toll geworden. Ich probiere für euch. Ich freue mich schon sehr. Ich liebe diese Torte. Und schaut mal, wie schön diese Optik hier einfach ist. Ein Traum. Noch einen. Traumhaft zart, süß, aber nicht zu süß, knusprig, aber nicht zu knusprig, mandelig und vanillig zart. Also ein Traum von Torte, müsst ihr ausprobieren. Das war meine schwedische Mandeltorte. Ein wunderbares Rezept, das man unbedingt einmal ausprobiert haben sollte. Schmeckt einfach traumhaft und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachbacken. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag hier wieder um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut und tschüss!